Vor kurzem habe ich eine Frage gestellt bekommen, warum sich buddhistische Mönche von Fleisch ernähren. Man muss am Anfang verstehen, dass die Lehren, die Buddha hinterlassen hat, mit dem heutigen Buddhismus nur sehr wenig zu tun haben. Es ist so ähnlich, wie es im Christentum passiert ist. Die Lehren, die Jesus verbreitet hat, sind ja auch von den Menschen, die ihn gekreuzigt haben, verändert worden, verdreht worden, um eine Religion daraus zu schaffen, und haben mittlerweile nur sehr wenig damit zu tun, was Jesus wirklich gepredigt und den Leuten erzählt hat. Er hat vor allem die objektiven Gesetze des Universums gelehrt, dafür wurde er halt eben ans Kreuz geschlagen. In den Apokryphen kann man Texte noch sehen bzw. lesen, die näher mit den wahren Lehren Jesu zu tun haben. Zum Beispiel das Evangelium der Essener, wo Jesus eine blutlose Ernährung empfiehlt, dementsprechend, um es genau zu sagen, er sagt den Menschen, sie müssten sich oder sollten sich von Rohkost ernähren und sie dürfen das Milch der Tiere trinken, um sich zu ernähren. Er hat aber auf keinen Fall gesagt, dass man Fleisch essen sollte. Ihr könnt es selber nachlesen, wenn ihr dieses Evangelium selber lesen wollt. So wie es heutzutage in der christlichen Kirche viele Konfessionen, zum Beispiel Katholiken, Protestanten, Orthodoxe gibt, und dazu sehr viele Sekten, die die Bibel passend für sich auslegen, gibt es auch im Buddhismus viele Zweige, Schulen und Auslegungen der Lehren Buddhas. Übersetzungen aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Leuten tun ihr Übriges. Also ähnlich war es, wie ich schon sagte, mit Buddha. Er ist vor 2500 Jahren auf der Welt gewesen, hat in Nordindien gelebt. Zu der damaligen Zeit hat dort ein strenges Kastensystem geherrscht mit strengen Vorschriften. Und man hat die Rituale, da ja die Kali-Yuga schon angefangen hat, missverstanden. Bestimmte Gesetze hat man angefangen falsch zu interpretieren. Und der Buddha ist eben auf diese Welt gekommen, um etwas an diesem System zu wackeln, etwas hier zu verändern. Seine wichtigste Aussage war, dass jeder Mensch, egal ob er in einer reichen oder in einer armen Familie geboren wurde, sprich in einer Brahmanenfamilie oder in den unteren Kasten, kann Erleuchtung erreichen, kann Vollkommenheit erreichen, wenn er danach strebt. Buddha hat Blutopfer verboten, die damals stattgefunden haben, weil es ist nämlich so, egal wofür man ein Lebewesen tötet, um es als Opfer den Göttern darzubringen oder um es zu essen, heißt es, dass man das Leben dieses Lebewesens beendet und seine Seele kann in diesem Körper nicht mehr weiter evolutionieren. Denn auch die Seelen in den Tieren evolutionieren und wenn man ihr Leben unterbricht, dann unterbricht man diesen Evolutionsprozess. Und nach dem Karma-Gesetz kommt ja alles wieder zu mir zurück, was ich an das Universum von mir sende. Dementsprechend wird auch meine Evolution aufgehalten, wenn ich ständig Evolution der anderen Lebewesen unterbreche. Tu deinem Nächsten nicht das, was du dir selber nicht wünschst. Das ist die Richtlinie, die alle Weisen und Heiligen in der Vergangenheit den Menschen beibringen wollten. Heute ist der Buddhismus eine sehr weit verbreitete Religion, die viele Länder übergreift. China, Tibet, Japan, andere Staaten in Fernasien, Korea, Vietnam bis runter nach Malaysia. Dementsprechend sind es sehr viele Kulturen und Länder, die diese Religion ausüben und die die Lehren Buddhas für sich selber interpretieren, so wie sie sie verstehen. Diese Menschen bringen ihre eigene Kultur in ihren Glauben mit hinein und natürlich auch ihre eigenen Essensgewohnheiten. In den Klöstern sind auch sehr viele junge Menschen, die aus ärmlichen Verhältnissen kommen, aus den Dörfern der Umgebung. Dort ist einfach das Prinzip der vegetarischen Ernährung nicht bekannt und diese Essensgewohnheiten bringen diese Menschen natürlich in ihre Klöster mit. Deshalb kann es schon mal vorkommen, dass auch buddhistische Mönche sich von Fleisch ernähren. Buddha sagte aber noch während seiner Lebenszeit folgende Wörter:
Wirklich, ich habe euch zu keiner Zeit erlaubt, Fleisch zu essen und ich werde es auch in Zukunft nicht erlauben. Warum? Das habe ich vorher schon erklärt. Im Yoga heißt dieses Prinzip Ahimsa, also das Nichtzufügen von Schaden anderen Lebewesen nach. Denn in den Yoga-Schriften, genauso wie im Buddhismus, heißt es, wenn der Mensch andere Lebewesen Schaden zufügt, kann er sich nicht ethisch und moralisch weiterentwickeln. Es ist die individuelle Entscheidung des Einzelnen. Will man jetzt den geistig-ethischen Weg voranschreiten oder nicht? Oder will man mit seinem Konsumverhalten den Planeten weiter ausbeuten und zerstören? Denn weil die Gesundheit des Planeten mit der Gesundheit jedes einzelnen Menschen zusammenhängt, weil wir ein Teil dieses Planeten sind, ist es so, wenn der Planet krank ist oder krank bleibt, jeder Einzelne auch krank bleiben wird und krank sein wird. Ändere dich und die Welt um dich herum wird sich ändern. Ich danke für die Frage. Thank you.